Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend, zu dem Gottesdienst hier. Wir haben gerade gesungen, dass Gott unseren Namen kennt, auch wenn wir wie Staub im Wind sind. Er kennt unseren Namen. Das ist doch sowas Großes. Wir sind vor ihm nicht verloren. Er kennt uns, und zwar persönlich. Und das ist eine gute, wunderbare Sache, dass Gott uns kennt, das zu wissen. Wir sind vor ihm. Er kennt uns. Und zwar so wie seine Kinder. Er kennt uns nicht nur so ungefähr. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, irgendwann. Nein, er kennt uns so persönlich, wie ein Vater seine Kinder kennt. Wenn der Vater wirklich in der Familie lebt und wenn er nicht irgendwo die Familie außer Acht gelassen hat, natürlich. Aber Gott hat uns nicht außer Acht gelassen. Er kümmert sich um uns. Er ist wirklich Vater. Und zwar, ich höre gerade auf Englisch ein Hörbuch, und da geht es um Adoption. Das war früher ziemlich normal, dass irgendwelche bekannte Leute einen Sohn adoptiert haben. Sie hatten keine eigenen Nachkommen oder haben sie verworfen. Die haben jemanden adoptiert. Und zwar nicht nur als ein kleines Baby. Das macht man ja heute so, dass man gerne kleine Babys adoptiert. Damals hat man auch erwachsene Leute adoptiert. Es konnte sein, dass ein Sklave, der sich bewährt hat, adoptiert wurde und als Sohn eines Herrschers plötzlich dastand. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns angenommen hat. Er hat uns adoptiert. Wir sind sein, wir gehören ihm. Und alles, was sein ist, gehört uns. Das ist doch etwas Wunderbares und Großes. Und das muss man, da muss man einfach drüber reflektieren und nur darüber staunen letztendlich. Ja, das ist jetzt aber nicht 2. Mose. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 6. Und wir werden weitermachen. Als Jörg mich am Samstag angesprochen hat, hat er gesagt, du kannst dir gerne auch ein anderes Thema wählen, weil das, was jetzt kommt, sind so Namensregister. Und über Namensregister zu sprechen, ist nicht immer einfach. Zumal das auch Namensregister sind von Leuten, die vor 3.000, 3.500 Jahren lebten. Schon alles sehr lange her. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und wir werden weitermachen. Also 2. Mose Kapitel 6. Bevor ich aber anfange zu lesen, möchte ich noch mal mit euch zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort, für dein heiliges Wort, für das, was du uns gegeben hast, dass wir daraus schöpfen sollen. Und wir bitten dich, dass du uns leitest in unseren Gedanken, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns hier sagen möchtest. Und bitte schenke doch, dass wir in dem Ganzen wachsen, dass wir nicht nur Kenntnisse erwerben, aber dass wir auch verändert werden. Und danke, dass dein Wirken da ist. Danke, dass wir heute schon so in der Anbetung so vieles Gutes gehört haben, so vieles Gutes gesungen haben. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt auch weiter segnest. Amen. Ja, es geht jetzt hier um Mose. Wir haben uns schon in den letzten Wochen mit den Versen hier beschäftigt. Mose wurde zu Pharao gesandt. Pharao war damals wahrscheinlich von allen Herrschern der Erde der mächtigste König. Er wurde ja selbst als Gott angebetet. Er hatte wirklich Macht
Und dieser Pharao, als Mose ihn in Kapitel 5 anspricht, da sagt er, ich kenne den Herrn nicht. Und er wollte damit sagen, was ist denn euer Gott? Ich bin Gott. Ich kenne den Herrn nicht. Nein, ich lasse euch nicht ziehen. Das war so sein Abwimmeln. Und was dann passierte, das haben wir auch schon jetzt mehrfach gehört. Er hat dann die Arbeit der Kinder Israel noch schwerer gemacht. Er hat einfach so, weil er es wollte, weil er Macht dazu hatte, hat er gesagt, nee, ich gebe euch jetzt keinen Streu mehr für die Ziegel, ihr müsst selber gehen und sammeln, aber die gleiche Anzahl der Ziegel herstellen. Und natürlich hat das Volk Israel darunter gestöhnt. Sie konnten es sonst kaum schaffen. Jetzt noch weniger, weil dieser Pharao einfach Macht hat und diese Macht auch einfach ausspielt und sagt, ja, ihr seid zu faul, deswegen habt ihr diese Begehren, irgendwie hinauszugehen und einen Gott anzubeten, den ich nicht kenne, den ich auch nicht akzeptiere. Und was passiert denn jetzt mit Mose, der eigentlich geschickt worden war, das Volk zu befreien? Was passiert mit ihm? Er bekommt mächtige Zweifel. Zweifel an sich selbst, weil jetzt auf einmal nicht nur der Pharao gegen ihn steht, sondern auch das ganze Volk ihn beschuldigt, dass wegen diesem Bestreben, das Volk Israel herauszuführen aus Ägypten, dass sie jetzt noch mehr leiden müssen. Und selbst das eigene Volk hat ihn abgewiesen. Und Mose steht da, hat diesen großen Befehl Gottes, das Volk herauszuführen. Er steht da und merkt, keiner hört auf mich. Keine interessierende Worte, die ich sagen soll. Mich hat er hergeschickt, aber es will keiner wissen. Es interessiert keinen. Ich weiß nicht, wie wir uns finden würden, wenn wir jetzt einen Auftrag von Gott haben und wir diesen Auftrag erfüllen. Wir sind einfach nur gehorsam dem, was Gott uns sagt. Aber keiner hört auf uns. Alle weisen uns ab. Es ist dann schon sehr entmutigend, alleine dazustehen. Jeremia hat das so empfunden. Er meinte auch, er steht da ganz alleine da. Er hat das Wort Gottes zu verkündigen und keiner hört auf ihn. Und er hat 40 Jahre lang gepredigt und keiner hat auf ihn gehört. Das ist schon ein schweres Schicksal, wenn einem so ein Auftrag gegeben worden ist. Und was macht Mose? Er zweifelt Gott an. Er sagt es dem Herrn, keiner will auf mich hören. Und dann, wir lesen in 2. Mose 6, Vers 12. Mose aber redete vor dem Herrn und sagte, siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört. Wie sollte da der Pharao mich anhören, zumal ich unbeschnittene Lippen habe? Er vergleicht das Volk Israel und er sieht sich da und sagt, ja, die hören auf mich nicht und jetzt soll ich wieder zu Pharao gehen. Jetzt soll ich zu ihm wieder reden. Wie soll er mich denn hören, wenn selbst mein Volk auf mich nicht hören will? Wieso sollte er überhaupt eine Sekunde verlieren, um mich anzuhören? Und die Botschaft, die Mose dem Pharao sagen sollte und musste, war die Botschaft, die er auch schon vorher gesagt hatte. Lass mein Volk ziehen. Gott hat seinen Willen nicht geändert. Der Pharao hat ihm widerstanden, aber Gott hat seine Rede nicht geändert. Und wir werden das auch in den nächsten Kapiteln sehen, während der Plagen. Wir werden sehen, dass Gott seinen Willen nicht geändert hat. Egal wie der Pharao zu dem gestanden hat, Gott hat da keine Kompromisse gemacht. Er hat einfach nur gesagt, lass mein Volk ziehen. Das ist das, was ich möchte. Lass mein Volk ziehen.
Und dazu steht Gott auch hier. Und er sagt, dass er das wieder dem Pharao sagen soll. Und er sagt, ja, ich kann das nicht. Ich habe auch unbeschnittene Lippen. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Mose war ja jetzt so um die 80 Jahre alt. Mose war gut erzogen. Er war im Haus des Pharaos erzogen, also zunächst auch einmal bei der Mutter erzogen, aber dann auch im Pharaos Haus 40 Jahre lang hat er dort sehr viel ziehen können. Er wurde sicherlich auch in Rhetorik unterrichtet, wie man Reden schwingt. Er wurde in der ganzen Weisheit, lesen wir, Ägyptens unterrichtet. Wieso sagt er, ich habe unbestimmte Lippen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwie einen Makel gehabt, vor Menschenmengen zu reden. Ich weiß es nicht, was das war. Nur er merkte in sich selbst, dass da eine Unvollkommenheit in ihm war. Ich weiß nicht, ob du auch sowas kennst, dass du irgendwie denkst, ach, das kann ich eigentlich gar nicht. Das mag ich gar nicht machen. Gott sagt mir, ich soll das tun. Ich will das aber gar nicht machen. Das war ja auch das Problem von Mose. Er wollte es auch gar nicht machen. Und er hatte sich auch vollkommen so gefühlt, dass er es nicht kann. Was machen wir, wenn wir Gottes Wort hören und wir meinen, wir können das nicht machen? Mose versuchte sich zu entschuldigen und er sagt hier, ich habe unbestimmte Lippen, ich kann nicht gut vor Leuten reden, oder? Vielleicht hat er auch gestottert, ich weiß es nicht, was es bei ihm war. Er war immerhin 40 Jahre lang in der Wüste. Das Einzige, was er hörte, war bäh, mäh. Und jetzt soll er vor Tausenden, nee, nicht vor Tausenden, sondern vor Pharao, dem Herrscher, dem, der alles tun kann, vor dem soll er jetzt treten und reden. Und wir lesen in Vers 13, aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herauszuführen. Gott sagt, ich will das Volk aus Ägypten raushaben. Ja, und dann lesen wir jetzt diesen Abschnitt von 14 bis etwa 27, wo wir auf einmal diese Namensregister haben. Die Frage ist, wieso ist das hier drinnen? Wieso stehen auf einmal hier die Namensregister, besonders von dem Stamm Levi, drin? Vielleicht, um Mose auch noch einmal zu zeigen, denk doch daran, wer du eigentlich bist. Wir lesen das jetzt durch und dann machen wir uns einige Gedanken dazu. Also ab Vers 14. Dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser, die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, Henoch, Palu, Hezron und Kami. Das sind die Söhne Rubens. Und die Söhne Simeons, Jamuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Das sind die Sippen Simeons. Und dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrer Generationsfolge: Gershon, Kehat und Merari. Und die Lebensjahre Levis betrugen 137 Jahre. Die Söhne Gershons waren Libni und Shimi nach ihren Sippen. Und die Söhne Kehats: Amram, Yizhar, Hebron, Uziel. Und die Lebensjahre Kehats betrugen 133 Jahre. Und die Söhne Meraris, Machli und Mushi, das sind die Sippen Levis nach ihrer Generationsfolge. Und Amram
nahm sich Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau. Die gebar ihm Aaron und Mose. Und die Lebensjahre Amrams betrugen 137 Jahre. Die Söhne Jishars aber waren Korach, Nefek und Sichri. Und die Söhne Uziels, Michael, Elis, Safan und Sitri. Aaron aber nahm sich Elisheba, die Tochter Aminabads, die Schwester Nachschons, zur Frau. Die gebar ihm Nadab, Abihu, Eliezer und Itamar. Und die Söhne Korachs waren Asir, Elkana und Abisaf. Das sind die Sippen der Korachiter. Eliezer aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine von den Töchtern Putiels zur Frau, die gebar ihm Pinhas. Dies sind die Familienhäupter der Leviten nach ihren Sippen. Bis hierhin erstmal viele Namen, teilweise unaussprechliche Namen, Namen, die auf jeden Fall Bedeutung haben. Ich habe mir aber nicht die ganzen Bedeutungen dieser Namen herausgesucht. Es ist schon interessant, wie Gott oft auch mit Namen schon eine Predigt uns hält. Und mal schauen, was wir jetzt hier herausfinden. Es ist interessant, Mose fängt hier mit Ruben an. Ruben war der Erstgeborene. Das war der älteste Sohn Jakobs. Und das heißt ja auch, die Söhne Rubens, des Erstgeborenen. Wir haben schon mal ein Namensregister in 1. Mose 46. Und es ist interessant, dass hier so auch die Namen aufgeführt sind. In 1. Mose 46, Vers 9, und die Söhne Rubens, Henoch und Palu und Hezron und Kami. Genauso wie es auch hier geschrieben steht, praktisch eine Wiederholung von da werden die Söhne Rubens erwähnt. Es wird nur noch hier gesagt, dass er der Erstgeborene war. Wir wissen das. Wenn wir jetzt zurückdenken, haben wir schon auch hier von der Kanzel gehört. Wer die Bibel liest, der hat das auch gelesen. Ruben war der Älteste. Aber Ruben wurde verworfen. Ruben war nicht derjenige, der jetzt dass die Erbschaft eintreten sollte. Ruben wurde verworfen. Also wird er einfach abgehakt. Hier werden nur die Häupter der Väter, Vaterhäuser genannt, aber das war es dann auch. Und so geht es doch weiter mit den Söhnen Simeons. Die werden uns hier auch genannt. Jamuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zoha und Shaul. Der Sohn der Kananiterin, das sind die Sippen Simeons und auch wiederum hier in Kapitel 46 aus 1. Mose in Vers 10 werden uns auch die Söhne Simeons genannt. Also es wird einfach nochmal das wiedergegeben, was schon vorher gesagt worden ist. Was sagen uns so Namensregister? Na, zunächst sagen sie uns, dass es Menschen waren, die gelebt haben. Es sind keine erfundenen Namen irgendwie, sondern es waren Leute, die da waren, die gelebt haben. Es wird ja auch heute sehr oft so in bestimmten Kreisen so Anforschung betrieben. Da möchte man gerne wissen, wer sind meine Vorgänger. Einigen macht das Spaß, da zu forschen und zu versuchen herauszufinden, wo stammt meine Familie her. Für Israel war es einfach wichtig, dass sie auch genau wussten, wer sie waren. Und wahrscheinlich war es auch für Mose wichtig zu wissen, wer er eigentlich war. Und jetzt kommen wir auch zu dem Namensregister von den Söhnen Levis. Und das ist der
Stamm, aus dem er hervorkommt. Und wir haben da schon gelesen, dass da viele Namen genannt werden, die Nachkommen Levis. Und ich will das auch nicht auf jeden einzelnen Namen stehen bleiben, aber es ist interessant, dass im Unterschied zu dem Namensregister in 1. Mose 46 hier bei einigen die Jahre erwähnt werden. Und wenn wir das jetzt so lesen, dann fällt das uns auf, dass nur bei einigen die Lebensjahre genannt werden. Ganz schöne Lebensjahre. Es fängt an mit Levi selber. Er wurde 137 Jahre alt, ein ganz schönes, stolzes Alter. Und er war auch derjenige, der nach Ägypten gezogen ist, mit seinem Vater, mit seinen Brüdern. Die sind nach Ägypten gezogen zur Zeit der Hungersnot. Und das haben wir gelesen, als Josef im Land Ägypten Macht bekommen hatte. Fast so groß wie der Pharao, ein bisschen kleiner wie der Pharao. Macht hatte er gehabt. Und er hat sich seine Geschwister und seinen Vater mit nach Ägypten geholt, damit sie dort gut versorgt waren. Also, da war jetzt dieser Levi mit 137 Jahren. Und dann werden die verschiedenen Kinder von Levi hier uns vorgestellt und auch ihre Sippen vorgestellt. Und dann kommt es auf einmal im Vers 18 und die Söhne Kehats, Amram, Jisar, Hebron und Esiel und die Lebensjahre Kehats betrugen 133 Jahre. Und das ist wieder so ein Stopppunkt. Da war der erste Stopppunkt, Levi, 137 Jahre. Und dann sein Sohn. Da gab es andere Söhne, aber dieser eine besondere Sohn, und zwar der Sohn Kehat, er wurde 133 Jahre alt. Okay. Und dann werden wieder ein paar Söhne aufgezählt und in ihre Generationsfolge. Und dann kommt dazu Amram. Und auch da wird das Alter genannt. Und die Lebensjahre Amrams betrugen 137 Jahre. Bei Amram, da wissen wir, das ist der Vater von Aaron und Mose und Miriam. Und vielleicht hatten die auch noch mehr Kinder, das wissen wir nicht. Aber diese drei, die kennen wir. Und bei Amram, da heißt es, dass er sich die Schwester seines Vaters zur Frau nahm. Heute würden wir sagen, ist das überhaupt erlaubt, die Schwester des Vaters über den Altersunterschied ist uns nichts bekannt. Aber sie war ja seine Tante. Im Gesetz lesen wir in 3. Mose 18, da wird sowas vollkommen untersagt. Aber wir müssen bedenken, das ist jetzt hier auch noch, bevor diese Gesetze gegeben worden waren. In 3. Mose 18, Vers 12, da heißt es, die Blöße der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Blutverwandte deines Vaters. Also es war verboten, später für das Volk Israel solch eine Ehe einzugehen. Hier ist es aber passiert. Einige versuchen das so anders zu interpretieren, aber es steht ziemlich deutlich hier, einige versuchen, eine Cousine aus ihr zu machen. Aber es steht hier so geschrieben. Und Gott gebraucht oft so Sachen, wo wir sagen, das sollte doch gar nicht so sein. Aber das ist für Gott kein Problem. Er kann sowas durchaus gebrauchen. Er hat hier die Schwester des Vaters gebraucht, dass sie die Frau von Amram wurde und ihnen wurden Kinder geschenkt.
Wir kommen jetzt, zu Aaron. Und es ist sehr interessant, dass wir jetzt hier über Aaron lesen. Wir lesen nichts über Mose. Wir lesen über Aaron. Aaron aber nahm sich Elisheba, die Tochter Aminadads, die Schwester Nashons, zur Frau. Das Interessante ist, dass Aminadab uns bekannt ist. Und zwar in Matthäus Kapitel 1. Im Namensregister von Jesus kommt diese Person vor. Und auch Nachschon kommt da auch vor. Die waren aber aus dem Stamm Juda. Das heißt, Aaron hat sich eine Frau aus dem Stamm Juda genommen. Und ihnen wurden Kinder geschenkt. Und wir lesen die Gebar im Nadab, Abihu, Eliezer und Itamar. Und dann geht es auf einmal weiter mit Eliezer. Warum das? Naja, ganz einfach, weil Nadab und Abihu ein fremdes Feuer von dem Herrn gebracht haben und wurden so vom Feuer verzehrt. Und da blieben nur noch Eliezer und Itamar als Söhne Aarons über. Das ist jetzt aber alles, noch bevor das alles geschieht, wird hier dieser Stammbaum uns aufgezeigt. Und zwar sieht Mose von Gott geoffenbart, dass da eine Zukunft ist. Und die geht sogar noch weiter, dass dann gesagt wird, dass Eliezer, der Sohn Aarons, sich eine Frau nahm aus den Töchtern Putuels. Uns ist es nur ein einziges Mal genannt hier, wie immer dieser Stamm war, keine Ahnung. Und die gebar im Pinhas. Und Pinhas wird hier auch nochmal erwähnt. Praktisch sozusagen, es werden Kinder erwähnt, die noch kommen würden. Oder die vielleicht schon zum Teil da waren, aber die in der Zukunft Bedeutung haben würden. Und der ganze Stamm Aarons sollte sowieso Bedeutung für die Zukunft haben. Das waren die Priester. Das war der Stamm, woher die Priester kamen. Uns werden hier auch noch die Söhne Korachs genannt. Sie waren ja auch die, die gegen Mose protestiert haben und die gesagt haben, soll nur Mose was zu sagen haben? Das waren Cousins von Mose, die auch Macht haben wollten. Und vor ihnen hat sich der Grund aufgetan und sie verschlungen. Aber nicht alle, weil in den Psalmen haben wir so einige Psalme Korachs. Das heißt, dass einige doch überlebt haben und sie sogar in der Anbetung einen sehr wichtigen Teil spielten. Also es ist hier ein Namensregister uns aufgezeigt, der auf die Zukunft ausgerichtet ist. Es sind die Kinder erwähnt, die vielleicht erst kommen sollten und die aber auch etwas bewirkt haben. Die Söhne Levis waren schon besonders in dem ganzen Stamm Israels, in den Stämmen Israels. Und zwar, weil sie zu dem Herrn standen, damals, als das goldene Kalb gemacht worden sind. Da standen sie zu dem Herrn. Und gerade dieser, wie heißt es nochmal, Pinhas, der wird uns in 4. Mose 25 erwähnt. Und zwar da, als das Volk Israel sich an Gott versündigt hatten und sie sich mit den Midianitern zusammengetan hatten. Ihr wisst ja, Bileam sollte das Volk verfluchen, er hat sie gesegnet. Aber dieser schlaue Mann, der wollte nicht
ganz so aus der Bildfläche wegtreten. Er hat nämlich dann die Kinder Israel einfach verführt. Die sollten sich Frauen von den Heidenvölkern nehmen. Und das hat dann auch einer getan. Und Pinhas hat das gesehen. Und er hat dann ein Speer genommen und sie beide umgebracht. Und er wird dafür besonders erwähnt. In 4. Mose 25 wird das besonders erwähnt. Aber auch hier wird sein Name besonders hervorgehoben. Das heißt, diese ganze Sache ist auf die Zukunft ausgerichtet. Mose hat Angst, zum Pharao zu gehen. Aber hier wird sein Ahnenstamm vorgetragen, wo es deutlich wird, dass da eine Zukunft ist. Gott hat das Volk nicht aufgegeben. Gott wird weiter wirken. Viele Namen, viele Sachen werden hier erwähnt. Ich kann es euch gar nicht jetzt so alles aufzeigen. Ich habe noch viel mehr aufgeschrieben, aber wir, die Zeit geht voran. Ich will dann auch jetzt von hier einen Sprung machen. Es geht hier um den Stamm Aarons, um die Opferdarbringung. Der Stamm Aaron sollte die Hohepriester darstellen. Und die Hohepriester waren diejenigen, die für das Volk Israel Sühnung erwirkten. Die waren wichtig. Weil Schuld da war, waren sie so sehr wichtig, dass sie dieses Amt durchführen, damit die Sünden vergeben sind. Deswegen werden sie hier so erwähnt. Wir haben einen Hohepriester. Ich mache mal einen Sprung nach Hebräer. Und zwar Hebräer Kapitel 7. Wir haben einen Hohepriester. Wir brauchen einen Hohepriester. Wir haben einen Hohepriester. Ab Vers 22 heißt es, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unvergängliches Priestertum. Jesus hat ein unvergängliches Priestertum. Wir sündigen, wir brauchen einen Hohepriester. Wir brauchen jemanden, der ja, unsere Schuld wegnimmt durch ein Opfer. Wir haben ein unvergängliches Priestertum. Was für eine Gnade Gottes. Wir haben jemanden, der ein unvergängliches Priestertum hat. Daher kann er die auch völlig retten, ganz und gar retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Diesen Hohepriester haben wir. Das Volk Israel hatte Aaron und dann seine Söhne und dann dessen Söhne und dann dessen Söhne. Es war eine lange Folge, wo immer wieder Opfer gebracht werden mussten. Und dafür waren die Söhne Aarons da. Aber wir haben einen besseren Priester, Hohepriester. Er lebt für immer. Und durch ihn können wir Gott nahen. Wir haben hier Brot und Wein stehen, weil wir gerne am Mittwoch auch immer das Abendmahl feiern. Durch Jesus haben wir den Zugang zu Gott. Und er ist da und er kann uns völlig retten. Vielleicht denkst du, oh, ich habe wieder mal versagt, ich habe wieder mal dies oder jenes getan. Er kann uns völlig retten. Er ist wirklich der hohe Priester, der uns völlig retten kann. Und er verwendet sich für uns. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch
für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, denn für die, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Jesus hat sich selbst dargebracht. Und das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Ja, das waren sie. Und ich denke, das konnten die Menschen auch immer wieder sehen, dass ihre hohe Priester, die diese schönen Gewänder trugen, die diese Opfer darbrachten, dass sie nicht wirklich vollkommen waren. Und gerade zur Zeit Jesu waren sie so überheblich. Die waren nicht vollkommen. Die Menschen waren alle mit Fehler behaftet. Die hatten ihre Schwachheiten. Es heißt hier aber weiter, das Wort des Eides aber, das später, als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Unser hoher Priester ist der Sohn Gottes. Er ist für uns gekommen. Er hat für uns sein Blut vergossen. Er hat für uns den Weg geschaffen. Die völlige Rettung hat er für uns geschaffen. Wir haben diesen hohen Priester. Das Volk Israel hatte das, die Nachkommenschaft Aarons. Wir haben Jesus als unseren hohen Priester. Und er ist hoher Priester ein für alle Mal. Er verwendet sich für uns. Das sollten wir immer wieder bedenken. Jesus verwendet sich für uns. Wir sind hier auf dieser Erde, wir leben hier, wir haben hier unser Tagwerk. Jesus verwendet sich für uns. Er rettet uns, er ist unser Priester. Er ist derjenige, der für uns sein Blut vergossen hat. Das sollten wir schätzen, ohne Ende. Ich mache schnell weiter, damit wir auch dieses Kapitel zu Ende führen. Das Namensregister wurde gerade aufgezählt. Und dann heißt es hier in Vers 27, diese sind es, die zum Pharao, dem König von Ägypten, redeten. Und die Söhne Israel aus Ägypten, um die Söhne Israel aus Ägypten herauszuführen. Das sind Mose und Aaron. Und es geschah an dem Tag, an dem der Herr zu Mose im Land Ägypten redete, dass der Herr zu Mose redete und sprach, ich bin der Herr, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir rede. Mose aber sagte vor dem Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte der Pharao auf mich hören? Wir kommen wieder zurück auf Vers 12, da stand, Mose sagte, ich kann das nicht. Und Gott sagt, du sollst das machen. Du sollst es machen, weil Gott ihm die Autorität geben wird. Wir werden dann in Kapitel 7 sehen, wie sich das dann äußert in den Plagen, die Gott auf das Volk in Ägypten bringt. Wir werden sehen, mit welcher starker Hand er das Volk da herausführt. Und wie stark er demonstriert, dass er stärker und größer ist als all die Götzen, die sie dort haben. In meiner Bibel ist so eine Tabelle aufgeführt, wo dann die bei den Plagen die verschiedenen Götter, die für das Wohlsein zuständig sind, angegeben sind. Und diese Gerichte, diese Plagen, die auf das Volk Israel kommen, die bezeugen deutlich, Gott ist größer. Er hat das vorhin schon gesagt. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm wird er das Volk Israel herausführen. Und so hat er sich auch erwiesen. Später immer wieder lesen wir dann in der Bibel, dass auf diese Tat zurückgeschaut wird. Und es wird gesagt, denkt doch daran, wie Gott euch herausgeführt hat. Ihr habt es nicht selber geschafft. Gott hat es geschafft. Die Befreiung kam von Gott.
wenn wir über uns nachdenken, die Vergebung unserer Sünde kommt von Gott durch seine Initiative. Wir hätten es niemals geschafft. Wir hätten niemals es geschafft, uns zu befreien von der Sünde. Es war Gottes Initiative. Genauso die Erlösung von dem Volk Israel war Gottes Initiative. So ist auch heute, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Seine Initiative. Er hat den ersten Schritt getan. Er hat uns dazu gebracht, damit wir Erlösung haben. Und das ist etwas, was wir auch heute feiern wollen. Wir wollen immer wieder daran denken und wir sollen daran denken, wie unser Heil zustande gekommen ist. Wir sollen daran denken, dass es Gottes Werk an uns war. Und wir lesen in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Ich werde jetzt gleich das Brot verteilen und wir machen das so, dass jeder sich dann Brot nimmt, anschließend auch Saft nimmt, Wein nimmt und wir dann zusammen das Abendmahl feiern werden.